better than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit, stink pink haters. Hier eine Schüssel nehmen. Ein Löffel. Ja, Apartment nicht mal 24 Stunden aushalten. Ich Idiot. Hey, guten Morgen, Leute. Es ist Sonntag, 10 Uhr in Los Angeles. Und ich mache mich gerade ready, weil wir gehen jetzt zu einem Strand. Wir gehen jetzt zum Long Beach in Los Angeles. Wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden zum Fahren. Reezy Puffs Complex, Todesfresh. Sind ehrlich stark. Wenn ihr hier seid oder mal die Möglichkeit habt, die zu testen, dann macht es auf jeden Fall. Vergesst nicht zu liken, kommentieren, abonnieren. Und wenn euch die LA-Content gefällt, dann lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Auf Insta könnt ihr immer alle möglichen Fragen stellen. Und ja, let's go. 10.44 Uhr. Wir haben abgemacht um 10 Uhr. Jeder Einzelne hat verschlafen. Außer ich. Bruder, das ist jedes Mal das Gleiche, Bruder. Wieso bin ich immer der, der pünktlich ist? Ey, sorry, Leute, ich muss ganz kurz unterbrechen. Wir sind kurz davor, die 10 klar zu... Ich möchte gerne mit euch zusammen live die 10.000 erreichen. Das heißt, wenn du live dabei sein möchtest, dann folg mir hier auf Twitch. Ich werde auf Insta posten, wann ich live gehe. Deswegen verpasst das nicht. Und wir haben zusammen die 10k supportet. Guckt das Video weiter. Wisst ihr, was ich meine? Viel Spaß beim Video. Yeah, yeah, yeah. Und danke für den Support. Mua. Okay. Yes. When did you wake up again, bro? What? It was like 10. Okay, and which time do we have now? 12:10. And where are we? Still Barry. So, ey, nach 2 Stunden zu spät haben wir es geschafft, mit diesen Maniacs nach draußen zu gehen, Bruder. Das ist doch geisteskrank. Clarell. Bruder, wisst ihr, ich wurde eingeladen, wir haben gesagt 10 Uhr. Steh auf. Schaffst du 10 Uhr? Normal schaffe ich 10 Uhr. Jetzt haben wir 12 Uhr und ich habe Hunger wie ein Löwe, Bruder. Bruder, er kommt mit Jeans an den Strand. Der ist auch mental... You forgot to take what? Sunglasses. Yeah, me too, bro. I don't have any. My life in the sunshine. Hey, so Leute, wir haben 2 Uhr, wir sind jetzt 2 Stunden gefahren. Parkplatz finden hier, Bruder, ist eine Sache der Unmöglichkeit. Ich bin todesmüde, Bruder, ich bin todesmüde. Und ich habe so Hunger, ich verrecke gleich, ne? Und es ist richtig heiß. Aber ist cool. Ich glaube, es ist ein bisschen so reicheres Quartier hier. Gebt euch mal diese Apartments hier oben. Das ist geisteskrank. Wisst ihr, wie teuer so eine Scheiße ist? Fire Station. Oh, Feuerwehr Sam. Everybody loves the sunshine. Französischer Laden, seht ihr? Mal gucken. Oh, hier gibt's Sandwich und so, aber ich werde mir sowas Krankes reinhauen, ne? Ich bin so am Sterben vor Hunger. Wir haben fertig gegessen. Ich habe schon lange nicht mehr so schlecht gegessen, Bro. Bei Gott, das war ein französischer Laden. Sie hatten nur so französische Mitarbeiter und alles. Oder ich dachte, ich bin gut aufgehoben. Ich dachte, wisst ihr, ich esse das von zu Hause. Mir geht's gut. Oder die haben mir $30 aus der Tasche gezogen. Und das Essen hat nicht mal Geschmack. Man riecht auch richtig geil, das Meer. Das bockt auf jeden Fall. Boah, gebt euch mal, wie schön, ja? Angeblich soll das Wasser hier klarer sein als bei Venice Beach, weil bei Venice Beach ist es ein bisschen nasty. Aber mal gucken, wie es hier ist. Ich hoffe, dass es hier so genug klar ist. Aber ihr seht es jetzt gleich. Hier kann man auch Volleyball spielen. Auf das habe ich eigentlich auch Lust. Aber ich glaube, zum Surfen ist es hier ein bisschen zu niedrige Wellen. Do you live in Orange County? No, we don't live. Oh, you live in LA, so it's too far for you to get here. My boss is French, she used to live in Beverly Hills at one time. For me it's good, thank you very much. Thank you. Yeah, we are students. Die wollten uns gerade so irgendwie so einen Schauspielkurs verkaufen. Boah, gebt euch mal die Villen dort oben, Bro. Denen geht's gut. Stiff. Boah. Und? Ah, sie hat sich so im Griff, aber okay. Ist es M? Boy. It's fucking S, like. Yeah, both are the same kind of, I don't know. Yeah, fuck. Which color you prefer? Like, you can choose between blood and crib. Bro, when you... In your film on tip, bro, when you make... Okay, cut it out, cut that shit out, cut that shit. Yeah, it's a new Badehose. When I see something on the beach, I'll just bei mir sowieso schon ab.
Bruder, ich mag die Strände gar nicht. Nach Zypern, Bruder, ist hart. Ich glaube, diese kleinen Dinger könnte man sogar essen. Wenn ich mir jetzt, also bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, man könnte das sogar essen. Bruder, einfach ein Haufen, der riesig ist, Bro. What the fuck? Ey, kennt ihr noch das Spiel von früher, wo man so runtergegangen ist und wieder hochgerannt, das Wasser durfte er nicht berühren? Das waren noch Zeiten, ich sag euch. Aber dafür ist diese Aussicht bombastisch. Euer Mauch ein Vogel. Das hier lohnt sich. Das ist das Tuch von gestern, wartet. Mal gucken. Boah, freshes Design eigentlich. Ich schwöre, cool, ich schwöre, es gefällt mir. Ey, wir gehen jetzt wieder, es ist so nasty. Wir waren jetzt hier so eine halbe Stunde, aber Bruder, das reicht niemals leider. Also ey, so schön wie dieser Ort auch wirkt, größter dreinches Ort überhaupt. Also hier, Laguna Beach ist kein Laguna. Also hier könnt ihr nicht hinkommen, auf Ernst. Kommt ihr niemals hin. Dirty Beach, yes. Not Laguna. Okay, what did you say about this place? 3 out of 10. It's ugly as fuck, right? Yeah, it's 3 out of 10. Wenn ich so einen Hund sehe, Bruder, ich habe Angst, dass ich den einfach drüber laufe und aus Versehen stirbt der dann. Ich bin gerade noch am Schreiben mit dieser Insta-Page, die ist von LA. Die machen so Car-Dinger, weißt du, was ich meine? So habt ihr das schon mal, ihr habt das safe alles schon mal gesehen. Ey, ich bin am Organisieren, dass ich an so einen Ort gehen kann, weil ich würde übel gerne das sehen, weil ich habe es immer auf Insta gesehen. Es war todesgefährlich. Aber Bruder, der Boy wird sich schon gut anstellen. Ich habe jetzt mit ihm geschrieben und angeblich, das ist jeden Sonntag. Das heißt, jeden Sonntag habe ich die Opportunity, mal dorthin zu gehen. Ich werde safe dorthin gehen. Vielleicht heute, vielleicht nächsten Sonntag, vielleicht übernächsten Sonntag. Ich habe hier überall noch Sand vom Strand. Genau heute vor einer Woche bin ich gekommen. Das ist crazy. Eine Woche ist schon vergangen. Ich habe schon 7 Videos. Tut mir leid, heute ist ein bisschen, fühle ich mich nicht so gut. Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen erschöpft. Deswegen bockt der Vlog vielleicht heute nicht so, aber ich gebe trotzdem mein Bestes, einfach, dass ihr mir auch Bescheid wisst. Und ja, wir haben jetzt Eis gegessen, war mad as fuck. Und ja, allgemein hier ist es mad. Aber wir sind auch nicht in LA, wir sind ein bisschen außerhalb, wir sind 2 Stunden gefahren, wie gesagt, aber... Ach, komm ich besser nicht wieder her. Boah Leute, ich sage euch, manchmal der Boden ist einfach die beste Option. Scheiß auf Bett, scheiß auf Sofa, manchmal der Boden, Bro. Ich dusche jetzt, mach mich ready und danach gibt es einen Stepper zu 7-Eleven und ich beantworte ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt auf Instagram. So Leute, wir sind back bei 7-Eleven. Oder heute sind ein bisschen komische Leute hier. Viele Leute, die Drogenprobleme haben, finden sich vor dem Laden. Das heißt, ich werde mich danach so schnell wie möglich verziehen. Wir gucken mal, was es heute zum Essen gibt. Ich glaube, es wird wieder ein Wetter, das man aufkochen kann. Hot, oh, ich möchte nicht hot. Kein hot for me, please. Picante. Auf Ernst, sowas habe ich keine Lust zu essen. Ich glaube, das bringt dich. Bring dich ins nächste Krankenhaus. Don't seem so quick and easy. Sentimentally assumed. So muss das Ganze aussehen, wenn ihr richtig essen möchtet. Boah, ich habe wieder die Vegetable Flakes vergessen. Egal. Jetzt eine Woche hier, das heißt, ich werde euch kurz ein Update geben, wie es mir geht, wie alles auf mich wirkt und wie ich überhaupt hier gelandet bin. Sehr, sehr viele Leute fragen mich das. Ich habe schon öfter erklärt, aber ich erzähle euch kurz meine Ausgangslage. Ich war jetzt 3 Jahre in einer Ausbildung zum Kaufmann und die drei Jahre haben mir überhaupt nicht gefallen. Also es waren wirklich 3 harte Jahre, die mir ja einfach sehr
die für mich einfach eine sehr schwere und langweilige Zeit war. Und ich habe sehr, sehr oft darüber überlegt, die ganze Ausbildung abzubrechen. Aber ich habe mir so gesagt, ey Bruder, komm, zieh das jetzt durch und pack dich an, naja, mach das, damit auch deine Eltern stolz sind und damit ich auch irgendwo eine Grundausbildung habe, was früher oder später vielleicht mal wichtig sein kann. Denn ey, guck, ey, etwas stimmt nicht, du musst eine Lösung finden. Also habe ich mich überlegt, Bruder, was ist das, was du eigentlich schon immer mal machen wolltest? Und dann kam die Idee YouTube. Also nicht Idee, das war schon immer ein Kindheitstraum, aber ich dachte, ey Bruder, komm, jetzt ist der Moment, wie du das Ganze durchziehen kannst. Also habe ich mit 16 begonnen mit YouTube im ersten Ausbildungsjahr. Mit dem Lohn, den ich dann erhalten habe, was nicht viel ist, ungefähr so 1000 Schweizer Franken, sind ungefähr 1000 Euro, habe ich dann immer pro Monat ein Drittel von meinem Lohn gespart. Heißt, ich hatte Ende Ausbildung eine Summe, mit der ich was anfangen konnte. Viele haben mir gesagt, ey, behalt das, du wirst es mal brauchen, wenn du größer bist, wenn du dann arbeiten gehst, kannst du mehr sparen, ne. Für mich hat sich das Ganze irgendwie immer ein bisschen falsch angehört. Ich fand das grundlose Sparen für nichts extrem sinnlos, weil ich dachte, Bruder, ich bin doch jetzt 18, haben jetzt einen guten Batzen zusammengespart, ungefähr so 8000 Franken. Wieso soll ich mit dem warten, anstatt jetzt mit 18 gute Erfahrungen zu sammeln, die ich dann für mein Leben brauchen kann? Ich habe gesagt, ey Bruder, wieso erfüllst du nicht gleich einen Kindheitstraum und gehst nach L.A.? Für mich L.A., ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, ja, genau das gleiche, Bruder. Highschool, College Parties, die ganzen Filme, alles von Nickelodeon, das ist alles hier. Amerika, L.A. Für mich ist das geisteskrank. Also habe ich gesagt, Bruder, komm. Ich gehe nach L.A. Ich habe dann geschaut, erst wollte ich 3 Monate gehen, war aber dann viel zu teuer, weil ich habe das alles selbst bezahlt. Also ich bin nicht hier, weil meine Eltern mir das alles bezahlt haben, sondern ich bin selbst hier. Was ich euch sagen kann, wie viel das ungefähr kostet, ein Monat hier kostet ungefähr 5.500 mit dem Aufenthalt, mit der Schule. Alleine Aufenthalt, Schule, Flug, 5.500. Und L.A. ist nicht billig, okay? Damit euch das klar ist, also es ist teurer als Deutschland und ich würde sagen ungefähr gleich teuer wie in der Schweiz. Also L.A. ist nicht zu spaßen, Bruder. Du bezahlst für so ein Wasser am falschen Ort $4. Checkt ihr, was ich meine? Also an einer Tankstelle. Würde ich euch das empfehlen? Ich würde sagen, ja. Weil, auch ich habe jetzt mit dieser Situation gelernt, Bruder, hört auf Leute zu warten, damit ihr etwas machen könnt, was ihr eigentlich gerne machen möchtet. Beispiel, ich möchte auf Amerika kommen, aber meine Freunde haben noch nicht die richtige Zeit. Anstatt, dass ich jetzt wie früher sage, ey, guck, ich warte, weil die haben noch keine Zeit, Bruder, nimm es einfach selbst in die Hand und sag, Bruder, komm, ich mach das jetzt. Entweder hast du eine gute Erfahrung oder eine schlechte. Fakt ist, du machst Erfahrungen, wodurch ich glaube, du wirst auch erwachsener und ein bisschen reifer, weil ich reise selbst. Ich muss selbst die Wege finden. Es gibt nicht Mama, Papa oder Freunde, die einem helfen. Du bist selbst unterwegs, du musst selbst putzen, du machst selbst. Die Wäsche mache ich sowieso schon. Aber ich weiß, viele da draußen müssen es nicht machen. Und die lernt das Leben, wie es alleine ist. Ich bin jetzt hier alleine im Zimmer. Mach meine Wäsche, mach mein Bett, ne, was auch immer. Funktioniert super. An der Stelle, ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht wirklich ein Vlog war, weil nicht so viel passiert ist. Aber das passiert auch beim Daily Vlog. Du kannst nicht 30 Tage volle Aktion haben, auch wenn ich es probiere. Aber war auf jeden Fall lustig und wir sehen uns Sonntag oder Mittwoch wieder mit dem nächsten Video, je nachdem, wenn dieses Video heute rauskommt. Und ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, Nachmittag, was auch immer. Wenn euch das Ganze gefällt, das ganze Projekt, dann lasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo hier. Und ja, würde ich schätzen. Insta könnt ihr mir auch folgen, wenn ihr Fragen habt, wie auch immer. Und an der Stelle, peace out.